Schiedsrichter Oliver Fluch blickt auf die Uhr und pfeift. Es geht hinein in dieses vierte Duell der beiden Mannschaften, das es mittlerweile gibt in der Geschichte von Aufeinandertreffen in der zweiten Liga. Und da hat im Moment noch Amstetten die bessere Bilanz mit 2 Siegen. Aber ganz interessant, auch schauen wir uns die Chance noch an. Das ist die erste Riesenchance und das ist die Führung. Perfekter Start für die Gäste. Herrlicher Stangelpass und Montnor nach nicht einmal 6 Minuten mit dem 1:0 für die Gäste, die schon angedeutet haben, dass sie das umsetzen wollen, was der Trainer gesagt hat. Direkt in die Spitze, schnörkellos nach vorne und dann steht es 1:0. Ja, und so schnell ist dann die Taktik, der Matchplan vom Trainer über den Haufen geworfen. Vorarbeit von Monsialo und der Abschluss dann von Montnor. Ja, 2 super Pässe eigentlich. Ja. Gut gespielt. Spielen sie richtig gut, ja. Und keine Chance für Scherf. Keine wirklich gute Klärung. Die nächste Chance ist da. Guter Schuss an die Latte von Montnor, dem Torschützen. Fast macht er hier sein 2. Tor. Ja, das geht einmal richtig gut los für St. Pölten. Und man sieht, sie wollen diese Winterkrone, sie wollen diesen Winterkönig erreichen heute. Und sie haben die Möglichkeit, aus eigener Kraft das zu erreichen. Und ja, da legen sie mal richtig los. Salomon, nächste gute Flanke, perfekte Flanke, 2:0 nach 14 Minuten, na da geht's dahin. Torschütze Luis Hartwig, der trifft schon wieder. Der hat einen Lauf, ja, kann man so sagen. Mit ihm, mit seinen Treffern ist auch der Erfolg von St. Pölten wieder zurückgekommen und jetzt macht er schon das nächste Tor. Ich glaube, sein 8. ist jetzt mittlerweile. Generell muss man sagen, 2 sehr bewegliche Stürmer ganz vorne bei St. Pölten. Hier nochmal diese tolle Flanke, aber der kommt dann ganz alleine an den Ball. Da sehen wir es noch einmal aus anderer Perspektive. Da sind die Amstetten einfach zu weit weg von dem Mann, der eben so gefährlich ist. Du hast das gesagt, ja. Das ist sein 8. Tor. Er hat in den letzten beiden Runden 4 gemacht. Oh, kein Foul. Guter Körpereinsatz. Oh, spielt auf. Und das ist das 3:0. Er wird nicht attackiert, Jaden Montnor, und bedankt sich für den Platz, den man ihm lässt mit dem nächsten Treffer für St. Pölten. War, glaube ich, noch abgefälscht. Also für Elias Scherf eigentlich dann unhaltbar, wenn er wirklich abgefälscht gewesen ist. Aber jetzt ist dann wirklich jeder Treffer drinnen. Und so wird es natürlich dann schon schwer, wenn du noch einmal ins Spiel zurückkommen willst. Amara lässt er hier aussteigen. Nachdem er da eben in den letzten 5 Runden nur einen Erfolg feiern konnte, jetzt aber die Chance auf das 1. Tor in der Partie. Die beste bisher noch, die wird nicht genutzt. Ja, schade. Das hätte uns allen gut getan. Wir sehen es gleich noch einmal. Dominik Weichselbraun ist es, der 18-Jährige, der da die Möglichkeit hat. Vom Last bekommen. Ja. Gute Hereingabe und der ist drinnen. Nein, wird noch vor der Linie weggeschlagen. Fast der erste Treffer der Amstettner, die jetzt auch Pech haben in dieser Situation. Sofort Feiertag, den Ball erstmal sichern können nach dem langen Zuspiel. Und dann Weichselbraun und fast geht der Ball über die Linie, aber eben nur fast. Ja, es kommt auch noch Pech dazu. Hartwig, flacher Pass, Montnor. Und das. Aus Spitzenwinkel, 4:0. Ich dachte, es ist schon vorbei. Was die Gefahr betrifft, aber die hat sich erst so richtig aufgebaut dann. Ja, und ähnlich wie in der ersten Hälfte, gleich wieder nach Anpfiff das nächste Tor für St. Pölten. Hartwig mit der Hereingabe. Und dann ist eigentlich Goldnagel am Ball, rutscht in diesen Querpass hinein, aber der kommt.
Der Rettungsversuch wird dann zur Vorlage für Montner und der macht das unmöglich im Winkel, sein drittes Tor. Heute geht alles bei Jaden Montner. Ja, das ist nicht gut verteidigt, aber natürlich dann auch ein bisschen ein Pech dabei. Ja. Aber da lässt sich Montner natürlich nicht zweimal bitten mit dieser Form, die er momentan hat. Hallo. Ja, Haken klappt nicht, aber Keiblinger, noch immer der Verteidiger. Erst probiert aus der Distanz und das funktioniert gar nicht so schlecht. Sogar mit dem linken Fuß, also ist ja ein Rechtsfuß und da sieht man, auch der linke ist nicht so schlecht. Diese langen Minuten, in denen längst klar war, dass dieses Spiel deutlich verloren geht, sind jetzt zu Ende mit dem Schlusspfiff durch. Schließlich der Fluch. Der SKN gewinnt weiter, setzt seinen Lauf fort mit diesem klaren 4:0 heute Abend in Amstetten. Dreifacher Torschütze Jaden Montner. Wir werden versuchen, schnell ein Interview zu bekommen vom Niederländer. Und den vierten Treffer hat Luis Hartwig, der junge Deutsche, erzielt.